Da oben wird zwar noch ein Gegner angezeigt, aber ich glaube, dass... Ja, das ist ein Wildtier. So, ein angaranischer integrierter Tech-Knoten. Die hatten wir auch schon ein paar Mal. Müssen wir erstmal hier oben hin. Ich schaue mir mal kurz das hier an. Das nehmen wir gerne mit. Ansonsten gibt es ja aber nichts für uns. Auch nichts zum Aufladen. So, dann schauen wir mal hier rein. Von innen versperrt. Ich aktiviere einen Override. Und Sesam, öffne dich. Ah, hier ist ja sogar jemand drin. Tun Sie mir nichts. Nö, nö. Bitte nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Geben Sie mir einfach die Oblivion-Formel, dann haben Sie nichts zu befürchten. Wie heißen Sie? Dr. Arena Ferens. Ryota schickt Sie, nicht wahr? Und er hat Ihnen bestimmt diese herzergreifende Geschichte erzählt, Sloan hätte seinen medizinischen Durchbruch missbraucht. So in etwa, ja. Oblivion war nicht seine Entdeckung, sondern unsere. Und woher weiß ich, dass Sie die Wahrheit sagen? Weil ich mich nicht hinter einer Maske falscher Moral verstecke. Oblivion sollte von Anfang an eine Droge werden, die zu extremer Abhängigkeit führt. Ihr medizinischer Nutzen war lediglich eine Begleiterscheinung. Tja, selbst wenn das so ist, will ich das Ganze aus dem Verkehr ziehen. Wieso hat Dr. Nakamoto die Verbannten dann verlassen? Ryota hat uns nicht verlassen, er wurde gefeuert. Er hat Sloan unter Druck gesetzt, um für sich einen größeren Anteil herauszuschlagen. Wie oft haben Sie sich mit ihm unterhalten? Einmal? Ich kenne Ryota seit Jahren. Und alles, was ihn interessiert, sind Credits. Aber Sie sind anders. Mir ist mein Leben wichtiger als Credits. Wenn Sie Ryota die Formel geben, bin ich so gut wie tot. Dafür wird Sloan schon sorgen. Ich habe in Sloans Organisation nicht sonderlich viele Ärzte gesehen. Sie sind zu wertvoll, um sie zu töten. Sie wird mein Verhalten als Kooperation mit dem Feind betrachten. Und Loyalität ist Sloan wichtiger als Fachwissen. Tja, was machen wir denn da jetzt? Warum sollte ich sie so machen lassen jetzt gleich nochmal? Ich nehme mir das, nehme ich ihr das ab? Keine Ahnung. Ach nö. Sie lügen, was Dr. Nakamoto betrifft, damit ich Ihnen die Formel überlasse. Sind Sie bereit, mein Leben darauf zu verwetten? Ist ja nicht mein Leben. Ja. Sie verdammtes Arschloch. Ja. Tut mir leid. Selbst schuld, sage ich mal, ne? So, wir werden die Wahrheit herausfinden. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ihr was passiert. Sie ist selbst schuld, wenn sie sich mit denen einlässt. Und so eine Scheiße fabriziert. Von daher, das wäre dann, sind nicht die Folgen meines Handelns zwangsweise, sondern eher die Folgen ihres eigenen Handelns. Und ja, wir werden so wenigstens herausfinden, wie es nun wirklich steht um die Wahrheit. Das ist jetzt für uns, denke ich, interessanter. Und wenn wir da falsch gelegen haben, naja, dann ist es nicht so. Ups, einmal gegen den Fels gefahren. So, ich glaube, wir müssen diesem Weg folgen. Ja, sieht ganz gut aus. Ach ja, das Glyphen-Scannen, ich erinnere mich. Das ist schon so lange her, also ich habe es doch tatsächlich vergessen, dass es da einen nervtötenden Part gab, in dem wir Glyphen scannen mussten. So. Genau, hier müssen wir dann erstmal die Glyphen finden. Noch nicht vollständig. Hier drüben haben wir doch schon mal eine. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ja, würde er. So, da haben wir schon die erste Glyphe. Und die zweite führt uns dann nach oben. Ah! Unten dran. Auch interessant. So, ich weiß gar nicht, wie viel es hier geben soll. Aber meistens waren das doch nur zwei, oder? Wir schauen mal kurz, was hier an Leitungen lang geht. Hopsa! Das war das. Ist das, wo ich gerade war? Nee, ne? Ich glaube nicht. So, dann schauen wir uns das auch nochmal an. Ja, das nehmen wir mit. So, hier oben ist nämlich noch eins, ne?
Genau. Damit müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder. Supi. Na dann, wagen wir uns mal ans Interfacing. Ach ja, dieses Sudoku-Spiel, ne? Wie ging denn das? Das muss ich erst mal kurz überlegen. Okay. Was haben wir an Dingern? Das wird's nicht sein. Das wird's nicht sein. Dann muss es das sein. Gut. Ach nee, Quatsch, warte mal. Es ist das, weil hier oben nicht das sein kann. Deswegen kommt hier das hin. So. Dann muss hier das hin. Das können wir noch nicht lösen. Hier muss entsprechend... Ach nee, das haben wir ja schon. Vermutlich das. Man weiß es nicht so richtig. Das ist es nicht. So, kurz durchschauen hier. Nee, das ist es auch nicht. Ja, dann wird es wohl das sein. Und dann muss hier das rein. Dann muss hier das rein. Hier das. Hier kommt das hin. Und hier müsste das. Und dann sollte das eigentlich so passen. Wunderbar. Das war's. Yay. Der erste Monolith ist aktiviert. Einer erledigt. Bleiben noch zwei. Na, das ging noch ganz gut. Okay. Steigen wir mal in den Nomad. Wobei, eigentlich brauchen wir gar nicht in den Nomad zu steigen, oder? Na, ach, wobei, da brauche ich keine Schnellreise machen hier. Was haben wir hier oben? Steine klopfen, das muss jetzt auch nicht sein. Das können wir uns alles sparen. Ich würde sagen, wir reisen jetzt erstmal in Richtung bessere Zubereitung. Ach, Drinks. Ja, das müssen wir jetzt auch nicht machen. Hinter feindlichen Linien. Die Cat auf Kadara untersuchen. Vielleicht reisen wir erstmal nach hier oben. Und aktivieren auch dort die Schnellreise. So, schauen wir mal, in welche Richtung das liegt. Da lang. So, dann haben wir gleich mal die Erkundung noch mit dabei. Und falls wir dann noch auf irgendwelche Quests treffen, irgendwelche Questmarke erhalten, dann ist das auch nicht schlecht. Hui! Ist zum Glück gar nicht zerklüftet hier, das ganze Gebiet. Ach du Schande. Das war nicht der Weg, den ich nehmen wollte. Gut, reisen wir hier lang. Ist auch in Ordnung. Oh Gott! Hilfe! So, dann machen wir hier mal den Weg hoch. So. Alles kein Ding, wir können auch querfeld ein. So, mal sehen, wie weit wir kommen. Aber eigentlich müssen wir doch hier drüber kommen, oder? Sollte doch kein Ding sein. Ich weiß bloß nicht, ob das sinnvoll ist, was ich hier tue. Hui. Ah ja, läuft. Läuft. Klar, kein Problem. So, gucken wir mal, ob es da drüben noch irgendwas gibt. Das will ich mir mal kurz anschauen. Friedliche Menschen? Da müssen wir mal kurz schauen. Hallo, wir wollen keinen Ärger machen. Es gibt auf Kadara nur Ärger. Wir wollen nur unsere Ruhe und... Moment, ich glaub's nicht. Sie sehen aus wie ein Pathfinder. Weil ich einer bin. Ich nehme an, so weit raus hat es noch keinen Pathfinder verschlagen. Du bist der Einzige. Leider. Ah, es ist schön, Sie zu sehen. Allein das Wissen, dass es die Initiative noch gibt und dass sie aktiv ist, bedeutet uns viel. Sieht aus, als kämen sie hier ganz gut zu Rande. Wir sind Flüchtlinge, die sich auf einer Welt voller Exilanten verstecken. Wir wurden von der Nexus geworfen im Verlauf des Aufstands. Dabei wollten wir gar nicht Partei ergreifen oder sowas. Wir wollten einfach nur essen. Dann fanden wir diesen Ort. Abgelegen. Geschützt vor den Irren in den Badlands. Und der Felsuntergrund hier filtert das Wasser. Wenn Sie etwas Zeit hätten, könnten wir Ihre Hilfe gebrauchen. Reden Sie mit den anderen. Die sagen Ihnen genaueres. Ich entriegele die Türen. Okay. Na, sieh mal an. Was man hier nicht alles so findet.
Es ist also wahr. Pathfinder existieren. Ich würde ihnen was zu essen anbieten, aber unsere Vorräte sind sehr knapp. Und die hier müssen erst reifen. Schon okay. Wir brauchen nichts. Ich bin überrascht, dass sie hier überhaupt was anbauen können. Der Felsuntergrund hier filtert das Wasser. Und wir haben UV-Lampen. Als wir von der Nexus verbannt wurden, habe ich eine Kiste davon mitgenommen. Das war ziemlich clever von Ihnen. Man muss immer an die Details denken. Ich wusste, wenn wir in Helios stranden, würde der Pflanzenanbau schwierig werden. Wir hatten Glück. Leid tun mir die armen Kerle in den Badlands. Immer wenn ich was esse, habe ich Schuldgefühle. Warum nehmen Sie nicht ein paar UV-Lampen mit? Dann können andere vielleicht auch Landwirtschaft betreiben. In dieser Hölle ist jede Hilfe wichtig. Das ist äußerst nett, muss ich sagen. Also, die haben ja jetzt auch nicht viel, um dann noch was von den UV-Lampen abzugeben. Man muss auch bedenken, da können auch welche kaputt gehen. Das ist schon edel. So, ich rede erst noch mal kurz mit dem hier. Ist er okay? Nein. Er hat Fieber. Etwas hat ihn gebissen und jetzt hat er eine Infektion. Die üblichen Heilmittel helfen nicht gegen das Gift. Können wir irgendetwas für ihn tun? Nicht, dass ich wüsste. Außer Sie können so etwas wie ein Antibiotikum herzaubern. Na, vielleicht lässt sich das machen. Ich glaube, es sind auch so kleine Aufgaben, die ich mal abseits der Aufnahme machen kann. Machen die Badlands Sie fertig? Fühlen Sie sich krank? Leiden Sie am Badlands Blues? Dafür haben wir ein Gegenmittel. Es wird Ihrem Körper und Ihrem Geist gut tun, falls Sie verstehen, was ich meine. Falls nicht, ist das hier nicht für Sie gedacht und Sie sollten gehen. Falls aber doch, kommen Sie zu uns. Wir können aus Sicherheitsgründen keine Koordinaten nennen, aber wer sucht, der findet. Was? Okay. Naja. Oh, hallo. Stimmt was nicht? Es ist hart, eine Exilantin von der Nexus zu sein. Meine Mutter ist noch dort. Ich habe mich nie von ihr verabschiedet. Hat sich die Lage dort verbessert? Die Anführer der Nexus streiten nach wie vor untereinander. Daran hat sich nichts geändert. Das war auch der Auslöser der ganzen Misere. Ich wünschte, ich könnte mit meiner Mom sprechen, mich vergewissern, dass es ihr gut geht. Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber unsere Geräte sind kaputt. Vielleicht würde es auch gar keinen Unterschied machen. Die Nexus ist so weit weg. Das weiß man nie. Ich könnte mal nach ihr sehen. Das würden Sie tun? Das würde mir sehr viel bedeuten. Ah ja, klar. Wenn wir das nächste Mal auf der Nexus sind, dann arbeiten wir das noch mit ab. Hier gibt es auch noch ein Datenpad. Ein Protokoll für die Grundwassertests. Reinheit. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Reinheit nimmt kontinuierlich ab. Sollte der Abwärtstrend anhalten, wird unser Wasser früher oder später toxisch. Die Umweltbedingungen auf Kadara müssen unbedingt stabilisiert werden. Das ist richtig. Aber dafür gibt es ja uns. Nicht wahr? Uns die Monolithen untersuchen. So. Dann wollen wir mal in Richtung des Markers. Denn wir wollen ja die Sonde installieren. Da unten ist schon wieder ein Lager, habe ich gerade gesehen. So, wir heizen erstmal hier rüber. Ein IROC, yay. So, das sieht interessant aus hier. Automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Ich habe das Gefühl, ich lebe gefährlich, wenn ich jetzt aussteige. Ich steig mal lieber nicht aus. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ja, das ist schön, das ist schön. So, gibt's denn sonst irgendwas hier? Steine klopfen und zerbrochene Familie, die defekte Kommunikationsausrüstung scannen. Ach ja, wir müssen gar nicht auf die Nexus, sondern wir sollen hier was reparieren. Na, wenn das so ist, dann machen wir da nochmal ganz schnell hin. Wobei ich eigentlich ganz gerne auch schauen würde, was das hier für eine Anlage ist. So, machen wir mal ein bisschen einen Umweg. Machen wir mal hier lang. Ich habe gerade keine Lust, gegen den IROC zu kämpfen. So, mal sehen, vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Auf jeden Fall gibt es hier sehr viele. Sehr schön. Auf jeden Fall gibt es hier sehr viele Wildtiere. Schau mal, reinkommen wir hier nicht, wie es aussieht. Kommen wir denn hoch? Ja, das tun wir. Hier ist aber nicht offen, ne? Müssen wir wahrscheinlich noch weiter hoch. Geht's hier übers Dach irgendwie rein? Nee, sieht nicht so aus. Naja.
So, den hätten wir erlegt. Und ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Hier scheint es ja auch mal nicht reinzugehen. Ich hatte gerade noch mal ganz fix geschaut, ob der Eingang jetzt vielleicht offen ist. Aber nee, ist er immer noch nicht. So, genau. Und wir werden jetzt hier über den Weg dann mal hier runter noch mal fahren. Und uns dann mal dieses Kommunikationsterminal anschauen und sehen, ob wir da vielleicht was reparieren können. Und wenn nicht, naja, dann machen wir halt doch auf die Nexus und überprüfen die Nachricht persönlich. Kein Problem. Wir haben doch sonst nichts zu tun, als Kurierservice zu spielen. Ah, da oben drauf, okay. So, na dann, lass uns mal klettern gehen. Wo müssen wir denn da hier genau lang? Möchtest du dich vielleicht festhalten hier irgendwie an der Kante oder so? Ja, dankeschön. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Halt dich doch bitte mal fest da oben. War das schon immer so merkwürdig mit dem Springen oder stelle ich mich einfach nur doof an, weil ich nicht mehr so richtig weiß, wie es funktioniert? Vetra, hilf mir mal. Ich bin zu doof zum Springen. Ach Gott. Jetzt. Schön, haben wir es doch noch geschafft. Scan. Der Kommunikationsknoten ist fehljustiert. Nach einer Anpassung könnte ein Signal die Nexus erreichen. Gut, dann reparieren wir die Geräte mal, wenn ihr mir sagt, welches Gerät genau ich jetzt reparieren soll. Also, das hier... Du sollst nicht wieder runterspringen. Ach, es geht von hier unten. Na dann. Alles gut. So, wollen mal sehen, ob das geholfen hat. Okay, schauen wir mal. Hallo? Mom? Moria? Bist du das? Der Göttin sei Dank. Mom, geht es dir gut? Oh, Moria, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte, du wärst gegangen. Für immer. Aber du bist es wirklich. Ich bin auf Kadera. Es geht mir gut. Ich vermisse dich so sehr, Mom. Ich denke jeden Tag an dich, Moria. Eines Tages werden wir wieder zusammen sein. Es gibt jetzt einen Pathfinder, Ryder. Er scheint zu wissen, was er tut. Wegen ihm können wir jetzt miteinander reden. Er hat bei der Reparatur unserer Geräte geholfen. Dann umarme ihn von mir. Das ändert alles. Jetzt habe ich einen Grund, weiterzumachen. Mach's gut, Mom. Wir sehen uns bald wieder. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Ach ja. Ryder, der Retter, ist da. Ryder, der Retter. So. Stilles Kadara. Nicht ganz so heiliges Kadara. Das brauchen wir alles nicht anschauen. Scanner-Anomalie. Auf Kadara mit einem nach einem angaranischen Artefakt suchen. Ja, mache ich auch mal abseits der Aufnahme. Ich glaube, das sind alles keine richtig tollen Story-Geschichten. Hier, den Cat-Transponder. Ich glaube, wir sollten uns jetzt mal in die Richtung bewegen. So langsam. Oder vielleicht erstmal hier runter. Wir werden erstmal wieder zur Sonde reisen und dann weiterschauen. So, das heißt, wir machen jetzt wieder querfeldein über die Berge. Und hoffen mal, dass wir hier mehr oder minder gut durchkommen. Halt. Wollen wir schauen, was das hier ist. Ob es hier irgendwas Tolles gibt für uns. Und mal über die Dächer heizen, warum auch nicht. Ich will nur mal kurz schauen, ob da offen ist. Und wenn ja, was es hier gibt. Nö, ist zu. Also es gibt ja sehr viele Anlagen, stellen wir fest. Aber sehr viele von denen sind auch zu. Da kann es natürlich sein, dass die später dann mal geöffnet und bewohnt sind, wenn wir die Lebensfähigkeit wiederhergestellt haben auf Kadera. Hui! Ich finde auch diese pilzartigen Strukturen ganz interessant, die hier überall wachsen. So. Die Richtung stimmt so ungefähr. An
Ansonsten, hier gibt es zwar überall so leichte Artefaktstücke, aber ich glaube, gibt es hier nochmal einen Dingens? Interessanter Ort, okay. Wie heißen sie denn? Monolithen? Ne, hier unten ist da nochmal einer. Und wo ist der dritte? Der ist hier drüben. Okay. Gut, wir schauen uns mal den interessanten Ort an. Was ist da vorne? Und wir stellen fest, hier ist gut was los. So, siehst du mal, Kollektivangreifer sind das. Ich weiß gar nicht, warum die mich direkt angreifen. Was fällt denen denn ein? Oh, gleich zwei auf einen Streich, das ist auch nicht schlecht. Ach so, ich werde ja angegriffen, das stelle ich jetzt erst fest. Ich dachte gerade, wieso kann ich mich denn nicht bewegen, weil das Ding mich festgehalten hat. Na, aber nicht doch. Schön ruhig bleiben hier. So, ich glaube, damit haben wir's. Wir sammeln mal hier die Reliktpolymere mit ein. Und schauen uns auch den Behälter mit an. Oh ja, immer her damit, immer her mit einem. So, das Ding scannen wir. Und ich glaube, das war's auch schon für diese Abteilung. Ja, es wird auch schon blau angezeigt. Mehr ist da gar nicht an der Stelle. So, dann können wir jetzt ja wieder unseren Weg einschlagen, den wir schon vorher begangen haben. Und uns auf dem Weg zur nächsten Drohne machen, die wir abwerfen. Und Sonde, nicht Drohne, eine Sonde. Wow. Also ich muss sagen, der Nomad ist mittlerweile doch schon recht schnell, wenn man den Turbo einwirft, ne? Weg da! Sieht aus, als hätten diese Exilanten Tech aus dem Hafen gestohlen. Welche? Wir sollten uns vorsehen. Welche Exilanten genau jetzt? Ach, die da! Ah! Ach, die auf mich feuern. Ob der IROC sich auf die stürzt? Ich glaube, das war's. Ich glaube ja. Das gefällt mir ganz gut. So, ich weiß nicht, ob das sinnvoll jetzt ist, hier mitzukämpfen. Oder ob wir die einfach mal machen lassen sollten. Die machen das ja ganz gut. So, und ich glaube, es ist gar nicht so doof, die einfach mal leben zu lassen. Denn die bekämpfen da auch den IROC und gegen den möchte ich jetzt eher ungern kämpfen, muss ich sagen. So, aber auf den hier können wir mal losgehen. Hopsa. So, ich bleibe bei den Dinos. Ich glaube, die können nicht one-shotten, oder? Ich hoffe nicht. So. Wir nutzen mal alles, was wir haben. So, schön in den Rücken. Das klappt gut so. So, damit hätten wir den auch. Hat ganz gut funktioniert. Und ich glaube, damit sollte auch Ruhe sein jetzt, oder? Köstliche Ruhe? Ich glaube ja.